1, 2, 1, 2, 3, 4. Rinalda Kartuff im Taburettli demnächst. Rinalda, was machst du? Übrigens, vielen herzlichen Dank auch für die wundervollen Auftritte gerade heute. Dankeschön vielmals, Dani. Ich mache ein eigenes Programm. Alles selber geschrieben, die Lieder komponiert, geschrieben, Text, viel Arbeit, du weißt. Was ist denn das für ein Stil, den du da kreiert hast jetzt, wenn du sagst, ich habe da jetzt alles selber gemacht? Ich weiss, du malst ja, du bist in allen Facetten vom Künstlersein kreativ. Was erwartet einem denn? Es heisst Stadtklänge und es ist eine Städtereise. Und die Inspiration ist gekommen, weil ich auf Theatertournee war und in allen diesen Schweizer Städten gespielt habe. Und während der Zeit, wo man so im Zug sitzt, hat man viele Ideen. Das ist der Anfang der Geschichte. Und jetzt habe ich einen Pianist, der mit mir die Lieder komponiert hat. Ich habe einen Gitarrist, der mit mir im Duo spielt. Also wir werden ein abwechslungsreiches Programm haben. Jetzt hören wir die Musik auch gerade ein bisschen im Hintergrund. Wie war das für dich? Normalerweise bist du allein unterwegs gewesen, hast die Handorgel gebraucht, hast eine Gitarre gebraucht, hast dich selber begleitet und jetzt plötzlich hier ein bisschen in einer grösseren Showtruppe. Ja, es ist also anspruchsvoll und auch eine Herausforderung für mich, aber ich finde es ganz toll. Ich habe wirklich wundervolle Musiker, hochkarätige Pianisten, Dirk Raufeisen, wo das alles natürlich spielt. Glanzvoll. Also, dann mein dir vorbuchen. Wann ist es? Wann kann man dich sehen? Am 10. Mai, zur Abend, am 8. Uhr. Rinalda, geh geniessen.